Der Goldpreis erlebte in den letzten Tagen einen begrenzten Höhenflug. Die Hoffnung der Bullen wird sicherlich sein, dass dieser Höhenflug dank der Inflationszahlen aus den USA anhält. Wie groß die Wahrscheinlichkeiten dafür sind, was ich besonders beachte und welche Fallstricke sich für die Bullen aufzeigen könnten, das besprechen wir in diesem Video. Ich blende noch kurz die Risikowarnung ein und dann geht's sofort weiter. Wir sehen hier die jüngste Ausbruchssituation im 4-Stunden-Chart, also so auf dem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Wir starten aber wie üblich mit dem Tageschart, denn hier wird's spannend. Also, wir hatten die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir endlich mal über die Marke von ungefähr 2070 Dollar drüber klettern sollten und müssen, damit dieses mögliche Bearish-Szenario, was in Richtung 1327 reichen könnte, endlich aufgelöst wird, wirklich mal final aufgelöst wird und diese Art Befreiungsschlag jetzt endlich mal kommt. So, von der Bullenseite her, ja, sehen wir jetzt ein paar grüne Kerzen. Das heißt aber auf dem Tageschart aktuell noch nicht wirklich was. Denn es bildet sich hier seit dem 4.5. eine neue bearische Aufbauphase und momentan sind wir einfach nur in einer Korrekturwelle, das muss man so sagen. Klar, die kann dazu führen, dass wir über die 2070-Marke klettern, dass es hier wirklich in den nächsten Monaten straight bergauf geht. Da muss aber noch einiges passieren. Ja, erst wenn das passiert ist auf Tagesbasis, erst dann haben wir diesen Befreiungsschlag. Klar, jetzt wird keiner direkt auf den Tageschart traden, gehe ich mal davon aus. Also was jetzt so dieses kurzfristige Trading anbelangt, außer so ein paar spezielle Strategien. Aber schauen wir uns mal an, wenn dieser bullische Punkt jetzt nicht eintritt, ja, was ist so diese nächste bearische Etappe? Also sollten wir hier in den nächsten Tagen und Wochen wieder in Richtung Süden kippen, gehe ich davon aus, dass wir ein gutes Stück weiter in Richtung Süden fallen und zwar in Richtung 1768 Dollar. Das wäre so mein nächstes Etappenziel auf Tagesbasis. Das ist ein Stück weiter drunter als aktuell und ja, ich wünsche es natürlich keinem Bullen, aber momentan auf dem Tageschart einen wirklichen Befreiungsschlag sehe ich noch nicht. Ja, das muss man einfach ganz klar sagen. So, tauchen wir mal in den 4-Stunden-Chart hinab. Wie gesagt, das ist so dieser mittel- bis langfristige Anlagehorizont. Tageschart war so langfristig bis sehr langfristig. Wir hatten ja rund um Anfang Juni, Anfang Mitte Juni hatten wir hier dieses Short-Setup gestartet. Da ist er jetzt bald wieder und das Ziel war hier das erste Zappenziel bei ungefähr 1787 Dollar. Deckt sich ja auch so ungefähr, nee, nicht 1000, sondern 1769 Dollar, Entschuldigung. Das deckt sich ja auch so ein bisschen mit den Erwartungen aus dem Tageschart. Da hatte ich ja damals schon gesagt, wir sind zwar ein gutes Stück gefallen, das Setup lief auch gut, aber da wir hier eine sehr, sehr kurze Korrektur hatten, also eine sehr kleine Korrektur im Juni, kann es durchaus sein, dass wir nochmal weiter steigen, sei es bis ungefähr 1981 Dollar, sei es vielleicht sogar ein Stück weit höher hier in Richtung der 2000 Dollar Marke, beziehungsweise 2020, 2030er Dollar Marke. Kann alles sein, würde dieses Korrekturszenario, dieses Short Setup überhaupt nicht zerstören. Das muss man ganz klar sagen. Ja, also klar, wir haben uns erstmal begrenzt hier, dass er nicht über die 1983 drüber kommen sollte. Wenn er da drüber kommt, würden wir uns auf jeden Fall erst einmal an der Seitenlinie halten und erst wenn er dann, da würde ich dann was dazu sagen, wenn es soweit kommt, erst wenn wir hier dann weiter in Richtung Süden rund um die 2000 Dollar Marke uns wieder stabilisieren, neue bearische Anzeichen dann zeigen, dann würde ich mich wieder in Richtung Süden positionieren, in Richtung dieser erwähnten, was war es jetzt, leider schon eine Hitzedemenz, 1769 Dollar. Da hätten wir dann sogar auch wieder ein relativ engen Stop, ein sehr, sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis, also wären wir denn eigentlich gleich. Ne? Also das zum bearischen Szenario sollte man sich darauf einstellen, dass wir möglicherweise nochmal über dieses eigentliche Level kommen, wo wir uns so ein Stück weit eine Grenze gesetzt haben, würde aber wie gesagt dieses Short-Setup an sich nicht komplett zerstören. Natürlich muss man jetzt nicht stur auf Short setzen und diese ganzen bullischen Impulse, die wir jetzt seit Ende Juni gesehen haben, jetzt komplett ignorieren. Das wäre natürlich Quatsch. Ja, ich hatte ja gesagt, rein zyklisch betrachtet kann es auch durchaus sein, dass wir einen neuen bullischen Aufbau sehen, schon frühzeitig und über die letzten Hochs von diesem Jahr drüber steigen. Was muss dazu noch passieren? Also, wir haben jetzt hier den Ansatz eines bullischen Aufbaus, der sieht gar nicht so verkehrt aus. Was jetzt noch fehlt, ist die obligatorische Korrektur. Ja, also wir müssten jetzt mal irgendwie in so eine Korrektur übergehen, aus der der Kurs dann ausbricht und dann haben wir ein konkretes Long-Szenario und können das dann auch weiter in Richtung Norden verfolgen. Das ist aber aktuell noch nicht der Fall. Ja, also frühestens nächste Woche wahrscheinlich, vielleicht sogar noch über meinen Urlaub, also schon mal für alle, ich bin so ab dem 23. Juli bis, ja, bis Anfang, Mitte August weg. Mal gucken, wie lange es uns wegtreibt, aber vielleicht melde ich mich auch zwischendurch, dann müssen wir gucken. Aber
Wie gesagt, da ist jetzt aktuell noch nichts zu sehen. Es ist noch nicht abgeschlossen, diese bullische Aufbauphase. Deshalb würde ich mich jetzt auch noch nicht großartig reinstürzen. Ja? Wenn man das möchte, kann man das natürlich auf dem kurzfristigen Horizont machen und sich dort weiter in Richtung Norden positionieren, beziehungsweise war ja da auch schon die Gelegenheit, wir sprachen drüber und deshalb rutschen wir jetzt mal in den kurz- bis mittelfristigen 15-Minuten-Chart herunter. Bevor wir in die kurzfristigen Szenarien schauen, möchte ich euch einen Tipp geben für alle, die es noch nicht gemacht haben. Sicherlich sucht ihr immer mal wieder ein paar frische Impulse für euer Trading. Schaut deshalb am besten bei meinen drei schnellen, kostenfreien Trading-Tipps vorbei. Trading völlig neu gedacht, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Pausiert das Video kurz, meldet euch fix an und dann geht's weiter. Viel Spaß damit. Und nachdem ihr euch die Tipps gesichert habt, machen wir weiter im Text, wie versprochen, 15-Minuten-Chart. So, hier müssen wir nochmal kurz in die Historie gehen. Wir hatten, oh, das sind einige Monate her, Anfang Mitte Mai hatten wir hier ein Short-Setup gestartet. Erstes Ziel war damals die Marke von 1943 Dollar. Hat er wunderbar erreicht. Das war eigentlich gar nicht so langfristig geplant, aber ich hatte schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir nochmal unter die Tiefs von 1931 Dollar fallen und zwar in Richtung 1906 Dollar. Das hat er dann auch getan, hat hier so ein bisschen herum oszilliert. Wie gesagt, alles schön gelaufen. Ich hatte ein paar Dinge erwähnt, was die bullische Seite anbelangt. Zum einen sollten wir aus diesem Trendkanal ausbrechen. Das haben wir jetzt auch getan und das ist natürlich sehr, sehr schön. Wir treffen jetzt aktuell auf eine natürliche Barriere rund um die 1962 Dollar. Auch das ist noch normal, alles gut. Und wie ihr schon seht, hat sich hier auch eine neue bullische Aufbauphase aufgetan. Also wir sind quasi aus diesem Trendkanal ausgebrochen hier das erste Mal am Ende Juni, Anfang Juli, haben das Ganze dann nochmal getestet hier am 6.7. Und seitdem, also das war alles hier gemurkst, hier hat sich auch keine bullische Aufbauphase aufgetan oder entwickelt. Das hatte ich auch im letzten Video noch gesagt. Ne? Also zu dem Zeitpunkt gab es einfach noch keine stabile. Und erst hier mit dem 6.7. hat sich jetzt hier diese bullische Aufbauphase wunderschön entwickelt. Und das Ziel, das liegt bei 1964,72 Dollar. Ja, könnt ihr auch aufrunden, 1965 Dollar. Ich gehe sogar davon aus, dass wir mindestens in den Bereich 1978 Dollar hochstoßen. Also das ist so diese Range, die ich hier sehe, wo wir auf jeden Fall mal hinlaufen sollten. Vielleicht sogar noch ein Stück weit höher. Müssen wir schauen. Wenn wir dann über weitere Kursziele sprechen wollen, beispielsweise in Richtung 2078 Dollar, 2079 Dollar oder auch jetzt, das ist so vom Trendkanal das entsprechende Kursziel oder auch basierend auf diesen neuen bullischen Impulsen, da muss es auch hier jetzt erst einmal eine größere Korrektur geben. Dann werden wir wahrscheinlich im H4 dann das gleiche sehen. Im M15 können wir es dann vielleicht ein bisschen effektiver traden oder auch ein bisschen kurzfristiger traden. Das ist aber auch aktuell noch nicht der Fall. Wir sehen sehr schöne Impulse, es baut sich alles auf und so weiter und so fort. Das könnte was werden. Das ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung der Bullen. Ja? Aber, und jetzt kommt das große Aber, diese bärische Phase, diese eigentliche Korrektur, die sollte ja schon viel früher beendet sein. Ne? Die hat sehr, sehr lang gedauert. Es hat sich ja schon so eine Art, wie so eine Art kurzfristiger Abwärtstrend hier im M15 gebildet. Und ich hatte gesagt, das ist soweit alles stabil. Und ich habe ja im Abwärtstrend, ja, wir haben einmal die kleine, mittel- und größte Trendebene. Und wenn wir uns jetzt mal den Abwärtstrend anschauen, da hatte ich jetzt schon seit Wochen davon gesprochen, dass ich für die mittlere Trendebene jetzt endlich mal eine bullische Aufbauphase sehen möchte, eine Fake-Aufbauphase. Die kann auch recht groß ausfallen, da kann es auch Ausbrüche geben und so weiter und so fort. Und wenn die in Richtung Süden vernichtet wird, dann halten wir ganz große Kursziele weiter in Richtung Süden. Und wie gesagt, auf diese bullische Aufbauphase haben wir nur gewartet. Sie sollte rein zyklisch kommen. Und das hat sie jetzt getan. Das heißt also, bullische Aufbauphase, Hoffnung auf neue längerfristige bullische Impulse, ja. Aber wir müssen eben auch im Auge behalten, dass das Ganze hier rein zyklisch auch wunderbar in dem Abwärtstrend passen würde. Es nimmt ein bisschen Spannung aus dem Abwärtstrend und könnte dazu führen, dass wir eben weiter in Richtung Süden vorstoßen. Wann erkennen wir das? Zum einen natürlich spätestens, wenn wir hier unter diese Marke von 1902, 1903 Dollar runterfallen. Aber wir werden uns dann auch mal mit einer Trendlinie beschäftigen, mit einem Trendkanal, der sich aktuell befindet. Ihr seht hier, wie ich ihn gerade ein Stück weit einzeichne. Wenn wir da runterfallen, wenn wir dann neue bärische Aufbauphasen sehen hier im M15, dann wäre ich ehrlich gesagt nicht abgeneigt, es auch weiter in Richtung Süden zu probieren. Denn wir haben ja auf dem H4 Short-Kursziele, wir haben auf dem Daily Chart interessante Short-Kursziele. Warum probieren wir es dann nicht einfach? Ja, klar, wenn sich eine bärische Aufbauphase auftut, kann das dann auch nur die Korrektur im mittleren Trendebene vom bullischen Trend sein. Ja.
Ich hoffe, es ist nicht zu viel. Aber im besten Fall versuchen wir es so, dass wir uns quasi möglichst tief dann long positionieren und darauf spekulieren, dass es eben weiter in Richtung Norden geht und möglichst weit oben in Richtung Süden positionieren und davon ausgehen, dass diese bullische Aufbauphase, die wir hier sehen, eigentlich nur die Korrektur auf der mittleren Trendebene des Abwärtstrendes ist. Okay? Wenn das dann alles soweit ist, dann werden wir darüber sprechen, ja, und beziehungsweise das dann auswerten. Und dann wisst ihr auch, was ich meine. Aktuell natürlich noch ein bisschen schwer vorstellbar, abseits meiner Coaching-Klienten. So, und ich sag mal so, wenn ihr das alles hier nicht seht, wenn ihr auch diesen Abwärtstrend nicht gesehen habt, wenn ihr immer wieder auf diese bullischen Impulse reingefallen seid, wenn ihr auch diese neuen bullischen Ranges hier nicht gesehen habt, ja, klar, ich habe seitdem kein Video gemacht, ich konnte es jetzt nicht zeigen, aber wenn ihr die nicht selber gesehen habt, dann ist das natürlich ein Problem. Ja, wenn das alles immer so ins Rätselraten endet. Deshalb, wenn du Trader oder Investor im Bereich Aktien, Rohstoffe, Währung oder Kryptos bist und vom relativ planlosen und glückabhängigen Abschätzen von Handelschancen in regelbasiertes, absolut objektives und stressfreies Analysieren wechseln möchtest, dann können wir dir helfen. Wir haben für jedes Erfahrungslevel die passenden Ansätze parat und können dich innerhalb einiger Monate voller Aha-Momente deinen Wünschen näher bringen. Meld dich unter www.sogetrading.de oder über den Link in der Videobeschreibung für dein kostenfreies Erstgespräch und lass uns schauen, wo du aktuell stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich schnellstmöglich dorthin bringen können. Weniger Stress beim Traden, mehr Work-Life-Trading-Balance. So geht Trading, euer Peter Seidel. Und ich hüpfe jetzt in meinen Pool, denn ja, wozu habe ich denn dieses Ding? Jetzt geht's ab ins Wasser. Euch noch einen schönen Tag, macht's gut.